Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO-Video. Heute ein Overwatch. Eigentlich wäre heute ein Macht-Spaß-Video gekommen, aber ich habe es nicht fertig bekommen. Also nicht rechtzeitig. Es ist jetzt schon wieder 19 Uhr. Und ich war noch nicht mal fertig mit Schneiden. Allein das Rendern hätte ewig lang gedauert. Dann dachte ich mir, komm, ich nehme jetzt geschwind noch ein Overwatch auf, weil wir auch gleich weg müssen. Ja, und siehe da, das ist schon das dritte, das ich mir jetzt angucke, weil die anderen beiden so ranzig waren. Das eine war ein Wingman, ist ja auch egal, auf jeden Fall waren beide scheiße mit Spinbottern und hin und her. Naja, ihr seht ja die Frage im Titel bereits stehen. Und zwar frage ich euch, was glaubt ihr oder was ist eure Meinung dazu? Wer cheatet eher? Kinder oder Erwachsene? Wir machen da eine harte Unterteilung, einfach in alles unter 18 Kind, alles über 18 erwachsen. Ich weiß auch, wenn man oder einige mit 23 noch eigentlich als Kinder gezählt werden sollten, aber wenn wir so hochgehen, dann ist es irgendwann klar, dass es nur noch unten liegt, die Cheaterei, weil die Leute oben zu wenig spielen. Ne? Darum, sag einfach bei 18, ne? Alles unter 18 Kinder, alles ab 18 Erwachsene. Wer hackt mehr? Und warum seid ihr dieser Meinung? Sorry, dass ich kann euch jetzt auch kein besseres Overwatch mehr bieten. Also das ist das allerletzte, das ich jetzt machen kann hier. Sonst kommt heute gar kein Video. Oder erst morgen früh um 1 oder so. Deswegen muss ich das jetzt hier pressen. Leider haben wir irgend so einen Fickbeutel am Start. Da müssen wir jetzt halt durch. Also, was, wie und warum? Natürlich erörtere ich hier auch meinen Standpunkt zu der ganzen Geschichte. Zumindest ein wenig. Also, ich würde sagen, dass es eher jüngere Leute betrifft. Achso, ihr könnt gerne an der Stelle jetzt hier geschwind anhalten, kurz euren Kommentar schreiben, damit ich euch da nicht vielleicht beeinflusse irgendwie in meiner Argumentation. Also es betrifft, denke ich, eher Jüngere, weil gerade Jüngeren, also speziell Kindern eben, es muss auch nicht nur um CSGO gehen, kann alles Mögliche sein, gerade speziell Kinder haben ja bekanntermaßen einen geringeren Geduldsfaden als Erwachsene. Geduld erlangt man meistens ja erst im späteren Verlauf des Lebens und junge Menschen haben halt meist eher nicht so viel Geduld als ältere. Und durch wenig Geduld entsteht halt auch leichter Frust dann, wenn was nicht so richtig läuft oder nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und schon greift dann ein Kind oder ein Jugendlicher eben möglicherweise zu einem Hack, weil es halt nicht so läuft, wie es gerne hätte. Und dann macht man sich halt leichter. Ich denke auch, dass Kinder und Jugendliche überhaupt gar nicht so viel darüber nachdenken, was sie da überhaupt machen dann. Ne? Sie finden es lustig, ja, guck mal da. Oh Gottes Willen, das ist echt bescheuert, dass wir da jetzt so einen Hornochsen haben. Aber naja, die denken sich, naja, ist doch lustig. Und ach, komm mal ein paar Runden hier mit, was weiß ich, Spinbot an, hahaha, die Leute ärgern und so weiter. Als Erwachsener ist da die Gedankenwelt natürlich eine andere. Zumal man da ja auch, also wenn man so ein bisschen an dem Spiel interessiert ist, ja auch weiß, was man damit anrichtet, also für negative Dinge. Und sowas ist, glaube ich, einem jungen Menschen eher nicht im Kopf. Der hat andere Ziele, andere... er weiß gar nicht, wenn er jetzt als nächstes killen soll durch die Wand. Der verschissene Kackbeutel. Das ist so jemand, der Hundekackebeutel sammelt und die dann isst zu Hause. Wahnsinn. So der. Ja, junge Leute essen ja auch gerne nee, Quatsch. Also, das sind so, ich glaube, die Hauptthemen, die Watchwund. Das, was einen antreibt, wie heißt das denn? Ist bei Jungen ja auch anders oftmals als bei Älteren. Gott, wie heißt denn das? Nicht das Ziel, sondern die. Der eine fängt an zu spinnen oder hat der einfach nur auf den Boden geschaut? Weiß ich jetzt gar nicht. Ob er sogar schon welche dazu bringt, andere junge Leute, denen der Geduldsfaden reicht, jetzt auch reinzuhacken, wer weiß. Wie heißt das denn? Motivation! Die Motivation ist bei jungen Leuten ja auch meist eine andere als bei älteren. Also gerade jemand, der auch schon eine ganze Weile oder ganz eine ordentliche Zeit ins Spiel reingesteckt hat, möchte ja auch dann dementsprechend, fast hätten sie ihn weggenadet, möchte vielleicht auch was erreichen, ne, in Sachen von Skill und so weiter. Ja, jeder, der hackt, weiß sicherlich, dass er dadurch ja auf keinen Fall besser wird, ne? Da ist ja kein Vorankommen, sondern nur ein Abfacken. Und da ist kann die Motivation ja auch nicht diese sein, dass man besser werden möchte, ne? Dann hackt man ja nicht, sondern dann trainiert man und spielt richtig. Und ich denke, dass das halt auch nochmal eine Motivation ist, die Jüngere eher nicht so haben. Oder nicht so sehr haben, wie jetzt halt vielleicht etwas Ältere, die sich auch wirklich eine Zeit lang eben auseinandergesetzt haben mit dem Spiel, mit der Profiszene des Spiels und so weiter und so fort, ja. Ganz junge Leute fangen an, irgendwas zu spielen und könnten halt dann, wie gesagt, aufgrund der fehlenden Motivation und vielleicht nur aus dem Grund, weil halt die Kollegen das auch spielen und sie das so ein bisschen gucken wollen, weil es gerade im Trend ist. Wie gesagt, es muss kein Counter-Strike sein, es kann irgendwas sein.
Die wollen da halt mitspielen, merken, dass sie schlecht sind, informieren sich und sehen, dass sie ganz easy an Cheats rankommen. Warum nicht? Ja. Also das ist so meine Argumentationsweise hinsichtlich der Behauptung, dass es eher jüngere Leute betrifft, also sprich Kinder bzw. eben unter 18-Jährige. Dass Leute, die hacken, in diesem Alter liegen. Ja, ich würde das Alter gerne etwas anheben und eher halt 20 oder 24 sagen, dass da das Erwachsenenalter anfängt und davor alles noch eher so. Aber wie gesagt, wenn man zu hoch geht, dann bleibt irgendwann nichts mehr übrig oben hin. Also oben rum. Deswegen, ja. Wie ist eure Meinung dazu und vor allem, was sind eure Argumente dafür? Ich hoffe, dass ich euch zumindest mit dem Thema so ein bisschen unterhalten konnte, weil das Overwatch weiß halt echt für den Arsch, aber wir müssen los und ich krieg sonst nichts mehr geschissen. Thumbnail habe ich zum Glück schon fertig. Ja, schade, dass die Qualität des Overwatch jetzt halt nicht so toll war, also um es ganz gelinde auszudrücken. Ich muss ja nicht fragen, was ihr hier drücken würdet, ja. Der bekommt alles, der Pisser. Leute, bis zum nächsten Mal. Morgen ist wieder Livestream um 18 Uhr. Vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Patreon und Kanalmitglieder werden jetzt hier nicht eingeblendet, weil es ja nicht bearbeitet ist. Trotzdem auch vielen Dank an euch.